Goldie's Smash Burger. Es sind doch eigentlich alle Fragen geklärt, oder? Wie der Burger aussieht? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wie der Burger schmeckt? Boah. Und dass Goldie's schon lange kein Hype mehr ist. Doch eine Frage ist noch offen. Wie lange habt ihr der Schlange gestanden? Erstmal müsst ihr relativ zeitig kommen. Lange Schlangen sind da keine Seltenheit. Wir hatten nach circa eine Stunde unseren Burger in der Hand. Die Schlange war schon etwas länger, aber hinter mir noch viel, viel länger. Plant auf jeden Fall eine lange Wartezeit ein. Ist die Wartezeit wirklich so lang für den besten Burger Deutschlands? Wir sind in der wunderschönen Stadt Frankfurt, Ladies and Gentlemen. Das Wetter ist gut, die Leute sind gut gelaunt. Es riecht hier nach Baccarat Rouge. Und da hinten haben wir direkt Goldie's. Lukas hinter der Kamera hat Goldie's noch nie probiert. Er wird das erste Mal auch den Burger probieren. Let's go! Ich stand gerade schon davor, wir haben mal geschaut. Es ist draußen nicht allzu viel los. Ich glaube, die Wartezeit hat nur damit zu tun, bis du den Burger bekommst. Weil wenn mich nicht alles täuscht, haben die so ein schlaues Bestellsystem, wie wir schon kennen aus sehr vielen Fastfood-Filialen wie KFC, McDonald's etc. Ich war auch sehr, sehr lange nicht mehr in Frankfurt, muss ich sagen. Ich war sehr, sehr lange nicht mehr in Frankfurt, Ladies and Gentlemen. Deswegen, ich freue mich jetzt auch hier in der Stadt zu sein. Wir sind zwar nur ganz kurz hier, aber es reicht auf jeden Fall, um einen Burger zu essen. Das wird der kleine Pausenstopp, den wir einlegen werden. Da drin läuft einfach Hip-Hop-Party. Sorgfältiges Anstehen, damit die keine Ärger bekommen mit den Nachbarn. Schauen wir mal erstmal, wie lange wir hier stehen. Oh, wow, 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 Timer aktivieren, bis zum Burger. Wir stehen jetzt an, in dieser Sekunde. Stoppuhr. Läuft. Schauen wir mal, bis wir in den Burger beißen können, wie lange es dauert. Ohne Abfilm, ohne nichts. Wenn ich den Burger in die Hand bekomme, werde ich auf Stopp drücken. Eigentlich, sage ich euch ehrlich, es gibt noch einen kleinen Hack. Ich werde den aber jetzt nicht ausprobieren. Falls ihr hier zu lange wartet, gebe ich euch einen Tipp. Versucht es mal, euch einen Burger zu bestellen über Volt oder Lieferando, wie die Apps hier in Deutschland heißen. Und bestellt den euch einfach zu der Adresse. Probiert es aus und schreibt mir in die Kommentare, ob es geklappt hat. Also der Laden ist sehr, sehr simpel aufgebaut. Es gibt zwei Bestellterminale, dann gibt es so vier Stehtische und dann gibt es noch an der Seite so eine Bar, wo ihr einfach warten könnt drin, falls das Wetter draußen schlecht ist. Laute Musik, Goldie's, geiles Design, sieht cool aus, simpel, damit jeder seinen Burger so schnell wie möglich bekommt. Wir haben nicht umsonst Freitag, 23. August, 6:30. Das heißt, mehr könnte eigentlich nicht los sein. So, ich habe gedacht, es ist eine krasse Zeit, aber anscheinend ist nicht so viel los. Wir nehmen einmal Single, hinzufügen, Goldie's Fries, Trüffelmayo. Ey, die haben krasse Getränke hier. Classic Chocolate Milk habe ich noch nie gehabt. Cola Zero. Cola Zero, Pepsi Max meinst du? Weil die arbeiten nicht mit Cola zusammen, habe ich gerade gesehen. Dann nehmen wir noch ein Double. Hier. Dino! Hey, am Ende des Tages, ich weiß, Goldie's kostet was, aber wie Vladislav so schön sagt, die achten darauf, dass es die beste Qualität ist. Das ist der perfekte McDonald's Cheeseburger mit der besten Qualität, egal vom Salat bis zu den eigentlichen Pickles, die Fries, die Patties. 31,80. Wir haben bestellt und sind bei 4 Minuten 15. Dann zahlt ihr hier. Hier steht nochmal der Preis. Handy dran. Hey, 4 Minuten an einem Freitagabend. Sorry für alle, die sich beschwert haben. Wir haben Bestellnummer 775. Wir warten draußen. Ich werde sehr oft gefragt, mit welchem Programm kann ich arbeiten? Und hier habe ich eins für euch. Filmora 13 von Wondershare. Und wie simpel das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Ihr nehmt den Clip, fügt ihn ein, dann geht ihr oben rechts auf Maske. Und da gibt es die KI-Maskierung. Dann klickt ihr da drauf, dann habt ihr den Pinsel zur Verfügung. Dann müsst ihr nicht perfekt ausmalen, ihr müsst nur der KI klar machen, ungefähr was ihr maskiert haben wollt. Boom, hat die KI diesen Burger perfekt erkannt. Ihr klickt dann auf Objekt verfolgen und lasst die KI arbeiten. So, dann habt ihr hier schon mal die Keyframes, diese grauen Punkte, die ihr hier unten seht. Dann nehme ich den gleichen Clip nochmal. Dann nehmt ihr einen simplen Effekt, Mono. Gehen wir auf Mono. Das untere Video, der ist nämlich der Hintergrund, den machen wir in Mono. Das dauert dann kurz. Und boom, haben wir schon den Schwarz-Weiß-Effekt, dass der Burger nur Farbe hat und der Rest zum Beispiel nicht. Falls ihr jetzt den Burger sagt, ihr möchtet den Burger noch ein bisschen besser aussehen lassen, dann geht ihr hier runter auf Essen, Kategorie Essen, Köstlichkeit. Hier haben wir direkt einen Burger, geben wir dem noch einen Farbkleckser davon ab. Klicken das nochmal an. Falls die Maskierung nicht perfekt ist, könnt ihr ja dann noch spielen, wie ich euch gesagt habe. Dann geht ihr noch hier auf einen coolen Effekt, gebt Feuer ein, legt den jetzt hier drauf und boom, habt ihr hier einen vernünftigen Clip mit brennendem Feuer. Und falls du dir jetzt denkst, diesen Effekt und viele weitere simple Sachen würde ich auch gerne nutzen, dann lad dir gerne über den ersten Link Filmora 13 von Wondershare runter. Danke für den Support und jetzt sehen wir uns wieder in Frankfurt. Schreibt mir gerne natürlich mal rein, wo man diese Art von Video noch so machen könnte. Wo steht man denn besonders lange an? Irgendwie, ich finde diese Frage immer so interessant. Voll oft diese Beschwerde so, ja, Alter, ich würde dort essen, aber ich warte da doch nicht ewig. Freitagabend, 6:30, perfekte Zeit oder eigentlich schlechtester Zeitpunkt, um Burger essen zu gehen bei Goldie's. Warum? Wird voll sein, aber ihr seht selber, zack, zack, ging schnell. Hast du jetzt irgendwie das Gefühl, es hat lange gedauert? Nee. Okay, jetzt, wir haben natürlich noch nicht die Burger in der Hand. Aber hat es irgendjemand, oder heißt es, dass man hier eigentlich lange warten muss, oder was? Oder es gibt voll viele TikToks. Wartezeit. In Frankfurt? Nee, hier. Ja. Wartezeit, 40 Minuten, dies, bla, blieb, blub, ja.
Deswegen habe ich mir gedacht, okay, du probierst den Burger und wir schauen mal, wie lange man ansteht. Vielleicht hatten wir auch einfach Glück, ich weiß es nicht. Aber ich habe auch Instagram-DMs bekommen. Ja, 27,5 Minuten wartet man, 40 Minuten. Der Timer läuft, wir schauen jetzt. Das Essen ist ja auch noch nicht fertig, also die Burger sind auch noch nicht fertig. Nee, jeder Burger wird live gesmashed und jedes Bun gebuttert. Butter mir mein Bun. Man sieht dann auch direkt auf dem Bestellterminal, was in Zubereitung ist und was abholbereit ist. Muss man auch nicht drin warten. Drin ist auch laute Musik, wenn man mal keinen Bock hat auf Turn-Up, sondern einfach auf entspannt mal kurz einen Burger reinjagen, dann geht's. Aktuell ist 772 schon fertig. Wir haben 757. Das heißt, es müsste eigentlich zack, zack gehen. Einen kleinen Tisch konnten wir uns auch schon direkt reservieren hier, Ladies and Gentlemen. Es kann natürlich auch zusammenhängen, dass jetzt die Wartezeit nicht mehr so lange ist, weil halt einfach auch der Hype vielleicht nicht mehr so heftig ist und der Hype so lange war. Man muss allen Dingen auf die Spur gehen und herausfinden und deswegen sind wir heute hier. Hi, wie geht's? Auch super. 17 Minuten später, Ladies and Gentlemen, mit Bestellzeit. Und ich habe noch 20 Sekunden, 30 Sekunden draußen länger gebraucht. Ist schon ready, oder? Ja. Sehr geil. Dankeschön. Ladies and Gentlemen, 17 Minuten später. Da sind diese wunderschönen Burgies. Perfekte Kruste, perfekte Pommes. Sticker wollten sie mir noch ein paar schenken, aber ich habe gesagt, Jungs, ich werde sie nicht überall hinkleben, aber hier haben wir trotzdem mal zwei. Kommt ran, wollen die sagen, kommt ran, holt euch Burger. Hier, ich habe irgendwas umgestellt, keine Ahnung. Rundenzeit, auf jeden Fall nicht mal 19 Minuten später und wir haben die Burger vor uns stehen und jetzt könnten wir essen. Hey, natürlich schaut, die Schlange ist jetzt etwas länger, ich will das gar nicht sagen, aber am Ende des Tages... Was ist die ganze Show hier? Was geht ab? Alles fresh. Alles super, Bro. Randy folgt. Was geht, Brudi? Ich dachte, ich hab deine Story gesehen. Ich dachte, ich komm vorbei. Oh, schaut euch diesen Fashion-Typ an. Einer meiner Lieblings-Fashion-Leute. Einer meiner liebsten Fashion-Leute. Was geht, Brudi? Hast du schon probiert? Nee, noch. Aber ja, also in Berlin. Okay. Ich wollte nur eigentlich testen, wie lange man hier ansteht, weil sich so viele Leute beschweren. Und wie lang? 18 Minuten, ich hab meinen Burger. Crazy. Ist gute Zeit? Ja, das gefällt mir. Super Zeit. Probier eine Pommes. Boah, es sind die geilsten Pommes, Bruder. Ich sag dir so, wie es ist. Da mache ich keinen Spaß. Okay, Ladies and Gentlemen, ich will das jetzt auch gar nicht so groß loben, ja. Wir sind hier nicht, um zu testen, wie es schmeckt, aber trotzdem interessiert mich. Mit dem Bruder habe ich jetzt schon ein paar Burger gegessen. Schnapp dir den Burger, den du willst, Bruder. Beiß mal rein. Sag mal deine Meinung. Aber wirklich, Bro, wenn es dir gar nicht schmecken sollte, dann sag, dass er wie ist, Bro. Das ist der Single, Classic Cheeseburger. Ganz normal. Das hier ist die Perfektion eines McDonald's Cheeseburger. Wir haben selbst gepickelten Onions, wir haben zweimal Käse, was sehr, sehr geil ist. Wir haben Ketchup-Senf-Misch, wir haben diese spanischen Zwiebeln, die nicht so stark im Geschmack sind, einfach ein bisschen süßlicher und perfektes Fleisch. Bin gespannt, gell? Ja. Kannst auch sagen, falls er dich nicht umhaut oder sagst einfach, er ist normal, so weißt du, ich meine. Gibt mir krasse McDonald's-Vibes. Ja? Mhm. Der ist sehr krass. So von der Technik eigentlich perfekt umgesetzt, oder? Mhm. Könnte nicht. Was willst du an dem verbessern? Geht nichts. Kruste ist richtig geil. Ich muss aber sagen, irgendwie habe ich den nicht so dick in Erinnerung. Das Fleisch habe ich nicht so... Es sieht mir ein bisschen dicker gesmashed aus. Ich weiß aber nicht, ich habe auch lange keinen Goldies Burger mehr gegessen. Ich sage es auch immer wieder, Ladies and Gentlemen, merkt euch meine Worte. Das Chicken bei Goldies ist die Nummer 1. Ich weiß, unter meinen Kommentaren wird wieder stehen, oh, dicker Randy, du nervst, du hypst immer. Ihr aber hypt alle. Bro, es ist kein Hype. Das schmeckt einfach, ist einfach on point. Das könnt ihr auch machen, weil ihr das Fleisch so raussteht. Das ist ein bisschen Instagrammable gemacht mit dem Fleisch, das raussteht. Das nervt mich. Aber schaut mal, wie viel Fleisch ich habe und der Burger ist immer noch voll. Ich muss sogar sagen, das ist mir zu viel Fleisch. Merke ich jetzt schon. Ja? Der Single ist viel besser. Es sind safe knapp 300 Gramm Fleisch. Der ist so schwer. Ich bin sprachlos. Ist der perfekte Burger. Ich schwöre es euch, es ist der perfekte Burger. Ich habe das Fleisch ein bisschen dünner in Erinnerung. Kann sein, dass der Goldies irgendwas geändert hat oder dass es hier so ein bisschen ist. Ich finde es aber gerade geil. Dass der Fleisch so dick ist? Ja. Weil du hast trotzdem die Kruste. Ja. Aber du schmeckst trotzdem Fleisch. Das ist nicht wie so ein Chip einfach nur. Das ist halt schon, oh, das ist schon sehr dick für einen Smashburger, muss ich sagen. Aber es ist geil. Dazu. Pfeffer kommt richtig krass. Das haben die anderen nicht, gell? Das hat lange gedauert. Ich weiß noch, Lukas hat mir gesagt, Pfeffer in dem Patty, Bro, das war noch vor Rio. Und ich habe immer gesagt, ich bin manchmal der, weißt du, ich bin auch ein Noob. Ich habe gesagt, Bro, was für Pfeffer auf dem Burger. Wir sitzen in Rio, Bruder, essen so einen Burger auf einem Festival. Der war richtig gepfeffert und so. Bro, der hat so geil geschmeckt, dann wollte ich immer Pfeffer auf dem Patty haben. Probier den Double. Dieser Biss. Das ist nicht einfach nur ein Burger, gell?
Ich meine es ernst. Das Fleisch hat Power, alles hat Power. Du schmeckst auch alles raus, von Pickel bis allem. Bro, ich liebe den Burger über alles. Ja? Sag dir ehrlich. Hast du Double oder Single genommen? Single. Besser. Viele Leute wird es interessieren, so hey, schmeckt das genauso wie in Berlin? Meiner Meinung nach ja. Ist immer zuverlässig. Da drin, ihr habt es gesehen, es war kein YouTuber-Bonus, keine Sau weiß da drin, wer ich bin. Was sehr, sehr schade ist. Ja, es schmeckt. Was ist deine Meinung zu dem Burger? Besser, den ich gegessen habe. Besser, den du gegessen hast? Mhm. Für mich 100%, ich würde sagen sogar in Europa und auch in Schweden haben wir krasse Burger gegessen. Aber so wie der ist, ist er einfach perfekt und wird auch nicht zu schlagen sein. Da ist so Nostalgie kommt da rein. Burgers Never Say Die ist auch mein Lieblingsburger in L.A., aber der ist nicht der beste Burger am Ende des Tages. Soft, wie es sein muss, genug Soße, genug Käse, die Zwiebeln, du merkst diese Pickles, du hast dieses Kribbeln im Mund, als hättest du so Sichuan-Chili gegessen, einfach. Wespe auch. Ja, Frankfurt. Danke fürs Einschalten. Ihr habt gesehen, keine lange Wartezeit. Wir haben 18 Minuten auf den Burger gewartet. Alright. Bevor du da reinbeißt, du musst mir kurz sagen, wie lange du gewartet hast. Bro, 39 bis jetzt, das sind ca. 15 Minuten. Okay, perfekt. Ist es Premiere? Du hast noch nie probiert, oder? Noch nie, Bruder. Hau rein, Bro. Ich bin sehr gespannt. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Hat was von einem Magus Burger. Yes, sir. Ich habe das Gefühl, das ist so Premium Magus Cheeseburger, wirklich jetzt. Ist es auch, genau das ist es. Ömer gerade gesagt hat, der schmeckt wie der McDonald's Burger in den 2000er, als er noch gut war. Kann auch sein, dass es daran liegt, weil wir da Kinder waren, aber so schmeckt er. Macht es gut, lasst ein Like da. Peace. Zu late, es habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Get the truth on, man, let the motherf***er burn.